Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Heute ein wahrscheinlich das längste Video, was jemals auf meinem Kanal erscheinen wird und erschienen ist. Und ich habe vor 2 Tagen, ihr könnt es ja auf dem Hauptkanal hier sehen, ein Video darüber gemacht, wo wir darüber sprechen, warum cheaten Leute in Call of Duty, in Tarkov, in CSGO, in Valorant und. Und auf dieses Video hat sich jemand gemeldet, der aktiv Cheats in Tarkov, anderen Games benutzt hat und sogar verkauft hat. Und er hat sich bereit erklärt, live im Stream kam er bei mir rein und hat sich bereit erklärt, sich mit mir hinzusetzen und mir Fragen dazu zu beantworten. Und das ganze Interview durfte ich mit seiner Erlaubnis aufnehmen und auch hochladen und werde das tun. Ich werde natürlich keinen Namen verraten, kein gar nichts, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, einiges davon, was man da erfährt, ist, finde ich, super interessant und ich kann es euch bei meiner Ehre schwören, nichts davon ist gestellt, gefaked, gekauft. Es ist kein Bekannter von mir, der irgendwas erzählt. Dafür wusste er auch meiner Meinung nach viel zu viel davon, dass man das so faken könnte. Holt euch ein paar Popcorn, holt euch eine Holy oder so. Das geht sehr, sehr lange. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen da lasst, weil das wird den Algorithmus von meinem Kanal definitiv jetzt mal zerstören. Aber ich fand das so interessant und spannend und auch diese andere Seite von Cheater-Problematiken zu sehen, dass ich es euch unbedingt zeigen wollte. Habt ganz viel Spaß damit. So, wie fangen wir an? Bestimmt, also mit Sicherheit wird es so Leute geben, die sagen, das ist gestellt, du bist irgendein Kumpel von mir, ein Gaming-Kumpel, damit spannend ist. Haben wir schon jemals bis vor 3 Sekunden miteinander gesprochen oder kenne ich dich überhaupt? Nein, okay. Weder noch, ich habe dich gestern erst kennengelernt. Ich bin zufällig durch einen YouTube-Algorithmus auf dich gestoßen. Bestimmt durch mein Video zum Thema Cheater-Probleme. Korrekt, korrekt. Und da bin ich dann direkt informativ auf Twitch bei dir gegangen. Also wir kennen uns seit gestern sozusagen. Okay. Also liebe YouTube-Kommentare, Leute, ich habe, wie heißt du eigentlich? Okay, Stachelschwein. Also, Stachelschwein. Du bist gestern bei mir in den Live-Chat gekommen, als ich auf Twitch gestreamt habe. Und ich habe ja vor 2 Tagen, oder wenn ihr es seht, Leute, vielleicht vor 3 Tagen, ein Video darüber hochgeladen, dass so ein Call of Duty, Tarkov, Counter-Strike, Valorant, also alle Online-Games, dass Cheaten mittlerweile noch ein viel größeres Problem ist, als das sowieso schon war, zumindest gefühlt. Und du hattest im Chat dann gesagt, du kannst ein paar Sachen dazu beantworten, weil du selbst auf der dunklen Seite der Macht warst, sozusagen. Sozusagen. Ich habe die Hacks vertrieben, habe verkauft, habe selber gehackt auch. Und vor allen Dingen, ich habe auch sowas explizit bei Tarkov zum Beispiel Lootruns gemacht und sowas, im Auftrag quasi gehackt sozusagen. Das heißt, du hast sogar Cheat-Software verkauft in dem Sinne? Verkauft und auch zum Beispiel sowas wie Spoofer, die quasi deine ganze Hardware verschleiern, sodass, wenn ein Bann passieren sollte, der quasi ein Bann ausgesetzt wird für eine Nummer, die überhaupt gar nicht in deinem System vorhanden ist, sprich die Festplatte, was gerne bei BSG gerne gemacht wird, bei Tarkov. Das, was auch so ähnlich so Anbieter wie Engine Owning für Call of Duty anbieten. So ein Hardware-Spoofer, der dem Anti-Cheat irgendeine Hardware-ID von dir vermittelt, die überhaupt gar nicht auf deine Hardware zutrifft. 100%, genau so. Das heißt, du umgehst damit sozusagen eine Sperre, wenn das Anti-Cheat theoretisch erkannt hat, dass du cheatest, zumindest auf deinem Rechner eine Hardware-Sperre. Genau, also der Account ist natürlich dann weg, das ist logisch, aber die Hardware dann nicht, ne? Dann kannst du quasi mit deinem offenen Main-Account, den ich gehabt hatte, zum Beispiel den, ich weiß nicht mehr, was es genau gewesen ist, die letzte Stufe, die man kaufen konnte bei Tarkov zum Beispiel, damit konnte ich normal spielen, aber wenn es dann an das Hacken ging, dann habe ich mir kostengünstig auf einer sehr dubiosen, aber auch sehr originellen Website günstigen Account gekauft, sprich für Tarkov. Für, weiß ich nicht, glaube ich, waren es 18 Euro oder sowas, in der günstigsten Version und habe dann halt quasi Lootruns gehackt und ja, die Leute einfach komplett auseinandergenommen, ne? Sagen wir es mal so. Also, so Tarkov ist ja mittlerweile mein Main-Game, weil COD einfach sagt, aber Tarkov gibt es ja mehr oder weniger 2 Arten von Cheatern. So Rage-Cheater nennen wir sie. Das sind die einen wirklich mit Aimbot, mit ESP, also mit Radar wirklich wegholen und in der Regel merkt man es relativ zügig. Und dann gibt es ja doch so, ich sag mal, friendly Cheater. Also Cheater, die eigentlich mehr oder weniger just for fun cheaten, sich selber halt geiles Gear besorgen, nicht wirklich Spieler killen,
teilweise Spielern Loot hinwerfen. So einen hatten wir gestern zum Beispiel. Rechts in das Haus. Also läuft uns denn der eine hinterher die ganze Zeit jetzt? Yo, mate, you wanna come with us? Er sieht aus wie ein PMC. Ja. Did you kill a PMC? You need anything for questing or so? No, no, fine, fine. Oh, you're fine. It's yours. It's your. No, oh. No, no. Oh, what the? What? What? Ammunition case? What? Cheater? What? Cheater? Yo, yo, mate, I won't be angry, but do you cheat? What? Okay. Friendly cheater. Meins? Hast du jetzt gerade... Ich gebe dir gleich das Zeug. Ich will hier nur weg. Auf Streets, der uns einfach Ammo-Boxen hingeworfen hat und wieder weggerannt ist. Ach, cool. Ja, war natürlich dann ganz witzig, keinen Head-Eyes zu bekommen. Die Cheater in Tarkov, die gibt es natürlich auch in COD. Und in COD ist es meistens so, dass die Aimbot und Wallhack haben. Und es gibt ja für jedes dieser Games Anti-Cheat-Systeme. Also bei Call of Duty ist es Ricochet, bei Escape from Tarkov ist es Battle-Eye. Und du hast es selbst vertrieben. Das heißt, und man sieht es ja auch heute, es scheint ja so zu sein, als wenn die Cheat-Anbieter immer wieder schneller sind als die Game-Entwickler. Es scheint auf jeden Fall so, ne? Also ist es jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, pass auf, ich kaufe mir jetzt einen Hack und der wird jetzt überhaupt nicht detected, ne? Der wird jetzt das Programm gesagt oder beziehungsweise BattleEye sagt dann, ja, okay, alles klar, mit dir ist alles legit, du kannst zocken, ist gar kein Thema. Das Problem ist einfach in dem Zug auch, dass wenn du diesen Hack quasi bei dir aktivierst, sage ich jetzt mal Version 1.2, und du aber dann beim Starten des Spiels sofort schon gebannt wirst, dann hast du dann natürlich verhauen, sage ich jetzt mal. Bei Wipes ist es meistens so, da wird das Ganze nochmal umgestellt, dass du quasi, wenn die Hacks oder beziehungsweise wenn die das erste Update draußen ist, arbeiten die Leute schon, also in meinem Fall weiß ich es jetzt aus Taiwan, so schnell, so agil dabei, dass die den Hack so schnell wie möglich wieder online kriegen, weil gerade zu Wipe sind die Preise nochmal teurer, sprich, du hast für so einen Tageskey 7 Euro bezahlt oder Dollar, so waren es. Für einen Tageskey, also für einen Tag in Tarkov, Radar, Aimbot, was alles dazugehört, 7 Euro. Also es kommt auch noch natürlich darauf an, was du dann halt genau haben möchtest. Möchtest du nur einen Radar-Hack, möchtest du nur einen Wall-Hack oder so und so weiter und so fort. Wenn du den Rage-Hack natürlich dann haben willst, dann bist du auch, ich sag jetzt mal nicht ganz schnell bei 8, 9 Dollar, aber das ist halt schon ein Unterschied, ne? Ob du jetzt 2 Dollar mehr bezahlst oder weniger. Oh, täglich, also nach 24 Stunden ist deine Cheat-Lizenz weg? Du hast 24 Stunden Zeit, einmal richtig in den Arsch zu hauen und da rumzurühren wie möglich. Es gibt dann natürlich aber auch Wochen-Keys, die dann bei 35 Euro liegen, ne? Also 35 Dollar. Zum Vergleich, die kleinste normale Version von Tarkov, um Tarkov zu spielen, kostet, ich glaube, 39 Euro, offiziell über Battlestate Games. Mhm. Und damit hast du die Lizenz ja für immer. Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die das Game über, du sagtest, dubiose Plattform günstig kaufen und dann ein Vielfaches von dem Spielpreis an sich ausgeben für Cheats in dem Game. Auch. Also ist das meiste, was ich da eigentlich, was sich am rentabelsten, ja, sag ich schon mal, daraus entwickelt hat, sind einfach die Lootruns, ne? Wenn du quasi jemanden hast, der einen Ladex braucht, dann gehst du natürlich auf Coastline oder sowas, ne? Ja. Oder natürlich viele Ladex-Spawns sind mit Streets und so weiter und so fort. Ich bin leider, wie gesagt, von der alten Garde sozusagen, von den neuesten weiß ich schon gar nicht mehr so viel. Ja. Aber die Lootruns waren es einfach, was es sich halt gedreht hat, ne? Ladex, dann diese übelst große, wie heißt er denn, dieser Klasse 6 Armorträger. Ja. Yeah. Und halt, es geht halt um die... Um Sachen, die Items in-game. Genau, um höher, schneller und hoch zu kommen, ne? Ich meine, das funktioniert ja nicht mehr ganz so wie früher in Tarkov. Man kann ja diese Items zum Teil auf dem Flea-Markt nicht mehr online stellen.
Mir wurde erklärt von jemandem, mit dem ich schon länger zocke, der schon viel länger spielt als ich, dass es mittlerweile diese Real Money Trades, die es damals gab, so nicht mehr gibt. Aber dass du in Tarkov dir so jemanden wie dich, ich sag mal, kaufen kannst und du in einem Raid mit jemandem mitläufst und ihm seine Items besorgst, die er braucht, im Prinzip. Ganz genau. Und so ist es dann natürlich auch. Also darauf wollte ich dann auch quasi hinaus. Dass du halt mit jemandem reinjoinst, der guckt einmal über die Map, okay, alles klar, ist kein Lelix da, wir können wieder raus. Na? Und das macht man dann, was kostet sowas? Ich hätte da verschiedene Preislisten. Zum Beispiel bin ich bei jemandem noch auf dem Server. Der ist zwar schon relativ tot, aber wie gesagt, ich habe ja noch relativ viel Vergangenheit, habe ich ja noch im Discord drinne. Ja. Da hätte sowas jetzt zum Beispiel um $3-4 gekostet, ne, für einen Run. Ja. Das ist geisteskrank, weil Ledex, also für die, die jetzt vielleicht Tarkov nicht so affin sind, Ledex ist eins der seltensten Item in Tarkov, was man für eine Quest braucht und generell viel Geld bringt. Und man kann auch durchaus locker mal eine Woche nach einem Ledex suchen, ohne einen zu finden, von der Zeit her. Und ich kann sagen, ich habe gar keine Lust, diese Zeit zu investieren. Ich buche mir den Service, du gehst, keine Ahnung, in zwei Maps mit mir, guckst kurz auf dem Radar und wenn wir eins finden, laufen wir dahin, du holst mir das und ich gehe raus und alles ist gut. Ja. Und das ist halt das Widerliche dabei eigentlich, ne? Weil klar hat BSG dann gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, diese Trades, dass du den Ledex verkaufen kannst an den und den oder generell hier und da. Das haben sie halt weggemacht, aber du kannst halt trotzdem mit jemandem reinjoinen und der eine guckt rüber und sagt dir dann, pass auf, hier ist ein Ledex oder ja oder nein. Und dann geht's halt in den nächsten rein, ne? Wieso ist es so einfach für Cheat-Hersteller, dauerhafte legale Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen? Also bei COD gibt es Engine-Owning, bei Tarkov gibt es, ich weiß gar nicht wie viel. Und ich habe immer das Gefühl, es werden immer mehr Leute, die cheaten, immer mehr Leute, die sich den Aufwand nicht machen, besser zu werden, indem man halt ja auch mal in die Fresse bekommt und lernt und lernt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt immer mehr Cheat-Anbieter irgendwie für die Games, also komplett einmal drumherum. Richtig. Wahrscheinlich, weil es lukrativ ist, oder? Das ist erstmal in erster Linie, aber du am zweiten oder beziehungsweise den Aspekt, den du dabei sehen müsstest, dann, ich will hier niemanden in Schutz nehmen, Gott bewahre. Ne? Ich meine, ich war in der Chose drin, ich bin da rausgekommen, zum Glück. Nachdem du gutes Geld verdient hast, wahrscheinlich. Auch, definitiv. Ich meine, Ich saß hier zu Hause und habe nichts großartig gemacht, weil ich krank zu Hause gewesen bin, 6 Monate lang und habe hier mehrere hundert Euros am Tag verdient, und obwohl ich überhaupt gar nichts damit gemacht habe. Hast du keine Angst gehabt, dass du von größeren Unternehmen wie Battlestate Games oder Activision, dass du da nicht irgendwann eine Klage im Briefkasten hast? Also ich muss mal ganz klar dazu sagen, dass ich jetzt nicht in dem großen Stil gewesen bin, dass ich jetzt sagen würde, okay, pass auf, ich kann jetzt die Leute abfacken von A bis Z, ne? Ja. Yeah. Ich meine, da sind Beträge über PayPal gelaufen, sind es mal $270 nach dahin gewesen, $200 kommen aus Amerika zu mir, ich schicke die weiter nach Taiwan, kriege von taiwanesischen Großhändler sozusagen, also da ich ihn gekannt habe, bekomme die Keys, gebe die weiter plus Software an die Leute, wie sie es installieren müssen und so weiter und so fort, und habe halt meinen Reibach dran gemacht. Ne? Später am Ende brauchte ich gar nicht erst in Vorzahlung gehen, sondern habe einfach gesagt, ich brauche 3 Wochen-Keys oder 2 einzelne Tages-Keys. Yeah. Habe ich bekommen, habe das Geld von denen erhalten, habe meinen Teil quasi an denen weiter bezahlt, ohne dass ich da selber Geld involviert werden musste. Ne? Warum, also, warum ist das so schwer zu finden für? Weil guckt man sich Battlestate Games an, was ja im Vergleich zu einem Unternehmen wie Activision noch vergleichsweise klein ist, aber trotzdem Multimillion-Dollar-Unternehmen. Warum sind sie nicht in der Lage, da aktiv etwas zu tun? Also in Tarkov, Leute, gibt es eine Karte, ist Labs. Labs ist die Cheater-Karte schlechthin, weil da der beste Loot ist. Und ich kann euch erzählen, Anfang vom Vibe, die ersten 2 Wochen hatte ich glaube, nicht einen Cheater auf der Karte. Und vor 2-3 Wochen fing es dann an, dass es dermaßen viel wurde, dass sie auf die Karte nicht mehr raufgehen, weil ich von 8 Spielern pro Runde mindestens 4 Stück habe, die cheaten. Mindestens. Richtig. Warum, ja, warum sind die so überfordert damit? Oder verdienen die daran auch Geld? Weil wer gebannt wird, kauft sich unter Umständen das Game ja über einen offiziellen Account nochmal neu. Richtig. Also das ist ja so ein Aspekt, der bei uns damals so rumging. Warum lässt BSG das eigentlich so weit zu? Dann war bei uns halt großartig der Verdacht, ich meine, ich habe das mit jemandem aus Amerika mit zusammen gemacht,
das wohl oder übel, wie gesagt, das ist nur Schwachsinn, den man sich da ausdenkt, ne? Aber es könnte natürlich auch sein, dass BSG da eine Stange Geld da ordentlich dabei mit dran verdient. Ja. Weil erstmal die Lizenz dafür regelmäßig gekauft. Ja. Es kommt jedes Mal neue Kohle rein. Die anderen haben da gut eventuell weniger Bock drauf und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, am letzten Endes ist es immer noch das Geld, was dazu führt, zu sagen, okay, pass auf, wir sind zwar dahinterher, wir versuchen die Hacker alle loszuwerden und so weiter und so fort, aber auf anderen Seite ist natürlich auch das Geld, was reingespült wird durch die Leute, ne? Ist ja bei anderen Spielen ja eigentlich nichts anderes, wenn es jetzt nicht kostenloses Spiel ist, ne? Das heißt, solange ein Game-Entwickler für sich nicht sieht, dass übermäßiges Cheaten ihm finanziell Einbuße beschafft, würdest du sagen, ist er vielleicht auch nur begrenzt daran interessiert, viel Ressourcen aufzuwenden, um das Ganze zu beenden? Er sollte auf jeden Fall sich zeigen dazu, ne, und sagen, ja, Cheaten ist nicht so toll und so weiter und so fort. Er sollte auch dazu stehen und er müsste das Problem auch in den Augen haben, ne? Ja. Yeah. Weil er kann ja nicht die Leute einfach da drinnen lassen und einfach nichts dazu sagen zu der momentanen Situation. Weil wenn er nur noch Cheater drauf hat, dann ist es nur noch irgendwann Cheat gegen Cheat. Und dann ist der Otto-Normalverbraucher, der ist ja gar nicht mehr dann gefragt, ne? Also der Hauptentwickler von Battlestate Games, Nikita, hat vor 6 Wochen auf der Gamescom, er war ja live vor Ort und wurde er war da und wurde von Glorious, das ist einer der größten Tarkov-Streamer, gefragt, warum das Cheater-Problem so groß ist. Und Nikita hat ihm wortwörtlich geantwortet, ja, bla bla, wir arbeiten dran, die Spieler sind doch selber schuld. Ja, okay, das ist keine Rechtfertigung dafür. Was kannst du, also ich habe auch nicht verstanden, warum die Spieler daran schuld sind. Ich meine, in Call of Duty ist es ähnlich. Leute, die die Games zocken, und wir reden jetzt ja von Casual-Zocken, also so wie du oder ich zocken, wir zocken nicht, um Geld zu verdienen, sondern for fun, die einen streamen das vielleicht, aber ohne jetzt bei Turnieren mitzumachen. Sind das diese Kunden, diese Leute, die keine Lust haben, Aufwand zu betreiben, um Games zu lernen? Oder sehe ich das falsch bei den Leuten? Ich will ja auch niemandem jetzt irgendwie Unrecht tun, aber du bist gefühlt der Erste, den ich seit Jahren mal fragen kann, der da wirklich praktisch Erfahrung mit hat. Also ich würde ganz weit vorne anfangen, und zwar mit der Zeit, dass es einfach das ist, was die Leute beschäftigt, ne? Ich meine, du musst dir überlegen, als Otto-Normalverbraucher, da hast du deinen 8-Stunden-Arbeitsjob. So, da geht um 7 Uhr los, dann bist du so um, ja gut, mit Pause bist du dann wahrscheinlich um 16 Uhr zu Hause oder beziehungsweise raus aus der Arbeit und bist einfach exhausted. So, du willst einfach nach Hause, deine Ruhe haben, du willst ein bisschen zocken, weil du dich den ganzen Tag schon drauf gehypt hast, du willst dieses Spiel spielen. Mhm. Du joinst ins Spiel rein, gerade bei Tarkov ist es natürlich, die Rundenzeit ist natürlich eine sehr große. Je nach Map kann das natürlich variieren zwischen 10, 15, 20, 30 Minuten. Und wenn du dich natürlich voll drauf einlässt und dir denkst, boah, heute schaffe ich richtig was. Und du kommst einfach ins Spiel rein und kriegst direkt eins vor die Fresse, sag ich mal. Du bist in den ersten 3-4 Minuten da und du findest von mir aus einen Bitcoin am Boden oder sonst irgendein Item, was du vielleicht so im normalen Fall nicht finden würdest. Und dann denkst du dir so, boah, geil, den jetzt nur noch securen, ab nach Hause, fertig, puff. Und vielleicht noch 1-2 PMC-Kills holen und das war's. Ja. Dann kriegst du so ein Brett in die Schnauze, dass du so gefrustet bist und du denkst, Digga, heute zocke ich garantiert nicht mehr. Das dreht sich jeden Tag weiter und dann denkst du dir einfach nur noch, ey, ich habe keine Zeit für das Spiel, ich möchte aber das volle Potenzial für dieses Spiel ausschöpfen. Und das schaffe ich nur, indem ich die Teile, die ich dafür brauche, um im Spiel weiterzukommen, mir beschaffe von anderweitigen Quellen, sage ich jetzt mal. Ja. Also einen Anruf oder einen Klarmast bei Discord und sagst, hier, hatte jemand Zeit, kann ich mich hier boosten lassen und so weiter und so fort, wie viel kostet das? Du möchtest das volle Potenzial aus diesem Spiel rausholen, du hast aber nicht die Zeit dafür. Oder das bist nicht bereit, die Zeit zu investieren, weil an meinem Beispiel, ich arbeite Vollzeit, ich habe ein Unternehmen, mein Privatleben, ich arbeite Vollzeit und bin dann ab 18:30, 19 Uhr zu Hause, bin dann duschen, hab gegessen, bin mit meiner Hündin raus und dann mache ich Videos oder streame und spiele 5 Tage die Woche. Also für mich ist es so eine absurde Erklärung von jemandem zu sagen, ich will was spielen, ich will, wie du sagst, das Maximum aus diesem Spiel raus haben, aber ich bin nicht bereit, dafür etwas zu investieren, außer natürlich Geld in dem Fall. Logisch. Nee, ja, das muss auch... Und ich will ehrlich sein, also wenn ich den gleichen Erfolg in Tarkov haben könnte mit
10 Minuten Arbeit oder 30 Minuten und dafür müsste ich halt $8 zahlen oder 5 oder 10. Natürlich würde ich, also jeder von uns wird das machen, weil wenn du dir errechnest, was deine Zeitstunde kostet sozusagen, wo du was anderes machen könntest, aber bei mir klickt dann dieses, das ist unfair anderen gegenüber. Ich töte andere Leute, die so wie ich spielen, indem eine Software oder ein Programm, ein Code für mich das Zielen übernimmt, das durch Wände schauen übernimmt, mir schon sagt, wo ich hin muss. Kriegt man da keine Gewissensbisse? Weil jemand, der cheatet, er weiß doch, dass er cheatet. Oder sagen sich die Leute, das habe ich schon oft gehört, cheaten sowieso fast alle, warum soll ich es nicht tun? Also von der Moral her, klar, hast du da vollkommen recht. Ich würde einfach sagen, ich bin zu dem Zeitpunkt einfach so abgefuckt gewesen, dass ich mir einen Stunden-Account habe geben lassen, der quasi von jemandem gehackt worden ist sogar, dass der Account quasi weggenommen wurde. Damit kannst du dann halt hacken und ragen, wie du halt Bock hast, beziehungsweise Hauptsache, du kriegst halt den Rucksack voll für denjenigen, der diesen Auftrag halt quasi bezahlt hat, ne? Also wenn ich deine Dienste in Anspruch nehmen würde oder die von jemand anderem, in Tarkov jetzt oder auch in Call of Duty, wobei da ist es ja eher Wallhack, Aimbot und du wirst gebannt. Werde ich als Teammitglied mitgebannt? Selbst wenn ich könnte natürlich behaupten, ich wusste es nicht, aber es wäre schon sehr eigenartig, um ehrlich zu sein. Ja, klar. Aber da ist BSG nicht hintergekommen. Also Ewigkeit nicht. Also letzter Stand, den ich auf dem Auge gehabt habe, und das ist schon leider 1,5-2 Jahre her, ich meine, ist auch eigentlich gut, dass es so weit her ist, dass die Leute jeweils, die ich mitgenommen habe, es waren ja bis zu 4 Leute, die man da halt einsacken konnte, und wenn du 3 Leute gleichzeitig bedienst, sag ich jetzt mal auf Labs, und vor allen Dingen auch durch jede Tür durchkommst als Neu-Account, ohne Karten zu haben, sprich, du drückst einmal auf H und dann geht die Tür automatisch auf, sozusagen. Das geht auch? Ja, gab es auch eine Zeit lang. Okay. Du dann 4 Leute dabei hast und du pro Person $5 abzwackst dafür, dass du den Rucksack voll kriegen, allesamt, dann ist das ein lukratives Geschäft. Dann sind das $15, die du verdient hast, oder beziehungsweise für 10 Minuten, sagen wir mal. Ja, gut, es waren jetzt ein bisschen mehr, aber 20 Minuten, ja, würde ich schon beinahe schätzen. Okay, aber wenn du mal bedenkst, Deutschland, normaler Stundenlohn für normale Arbeit jetzt, sag ich mal, bei Rewe oder sonst wo, ist Mindestlohn 12 Euro etwas pro Stunde. Und du machst in, sagen wir mal, in 30 Minuten, weil es ein bisschen länger dauert, $20. Just for fun, du machst es ja nebenbei. Und normalerweise wirst du ja bei so einem Geschäft nicht noch beim Finanzamt ein Kleingewerbe angemeldet haben, sondern machst das so. Dann ist das zumindest für die, die es vertreiben, finde ich, ein eigentlich viel zu lukratives Geschäft. Es ist viel zu schmackhaft. Weil erstens, du sitzt zu Hause in deinem Reich, wo du sowieso unantastbar bist, sage ich jetzt mal, für den ersten Moment. Dann kriegst du noch eine Software, die du dir kaufen kannst für $8 den Tag. Dann kannst du noch für wenig preisig Geld noch einen Account bekommen, auf den du halt quasi nur Scheiße machen kannst, um deine Arbeit zu erledigen, sage ich jetzt mal. Ne? Da hast du einen Aufwand, sage ich jetzt mal, so pro Tag von 20, 25, 30 Euro. So verdienst aber in der gleichen Zeit eventuell schon vorgekommen, bist du das Zehnfache. Ne? Da hast du dann halt deine 300 Euro oder 350 Euro verdient, hast aber nur 30 Euro eingesetzt, um das Ganze zu machen. Das Einzige, was du da investierst, ist halt deine Zeit, um die Leute da durchzukriegen, den Rucksack voll zu machen und so weiter und so fort. Aber ruckzuck wird das Ding voll. Und die Leute, der Bedarf war damals da. Ne? Ich weiß nicht, wie es heute noch aussieht. Wie gesagt. Ist schlimmer mittlerweile. Ist schlimmer geworden. Also. Ich weiß mittlerweile, dass also das Anti-Cheat von Tarkov heißt ja BattleEye. Das ist ja so ein eigens gegründetes von Battlestate Games, dem Publisher und Entwickler. Und BattleEye gab es doch schon länger, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, oder? Also ich kenne BattleEye erst seit Februar. Ich spiele seit Februar erst Tarkov. Und also bei BattleEye nämlich auch bei Rainbow Six machen es. Okay, dasselbe oder was? Länger. Ja, ja. Okay, also mir wurde gesagt, das beste Anti-Cheat auf dem Markt im Verhältnis soll in Valorant sein. Mhm. Und die schlechtesten sollen in Tarkov und Call of Duty sein. Call of Duty ist ja auch so ein eigenes Ricochet, selbst gegründet. Das zeigt immer cool, wie es gegen Cheater vorgeht. Aber aktiv sieht man nichts davon. Und in der Ranked-Playlist in Call of Duty gibt es Top 250. Von denen sind in den letzten 4 Monaten mittlerweile 84 Spieler gebannt worden.
ein Drittel der Ranked und da geht es um kein Geld. Also auch das ist einfach nur Rangliste. Ja, doch. Nikita hat auf der Gamescom auch gesagt, er wurde gefragt, was man tun kann, wenn man ahnt, dass vielleicht ein Kumpel cheatet, aber ja, man von dem in der Regel nicht getötet wird. Und er sagte, deren Anti-Cheat kann nur dann aktiv eingreifen, wenn jemand, der eine Cheat-Software am Laufen hat, jemanden tötet und du ihn reportest. Bedeutet das, wenn ich einfach nur diese Money-Services anbiete, also ich nehme dich mit auf Labs, ich nehme dich mit auf eine Karte, ich gebe dir Items, aber ich töte niemanden, dass ich eigentlich wunderbar wochenlang, monatelang Kohle verdienen kann wie ein Blöder und keiner kann mir was? Oder werden diese Softwareprogramme trotzdem irgendwann erkannt? Also sie werden schon erkannt, weil es ja darum geht, dass ein ganz, ganz, ganz easy Beispiel zum Beispiel wäre ein Hack, der hieß RU, also einfach nur RU, Labs RU. Ja. Und darum ging es, dass du halt quasi nur ESP hast, ne? Also kein Aimbot dazu, wurde irgendwann später mit reingemacht, aber war dann sehr, sehr schnell detected, weil es die Spielsystematik so weit umstellt, dass das System gleich gesagt hat, oh, hier, der ist am Hacken, buff, direkt ein Bann rein. Das habe ich mal live gesehen bei dem Streamer, der es verdecken wollte und bei dem war es so, dieses Programm für den Aimbot musste die Augen, also in Tarkov sehr Head Eyes in der Regel, musste die in eine Pixelfarbe ändern, dass das Programm immer genau weiß, wo die sind. Und das hast du daran erkannt, dass alle Helme, alle Brillen, alles, was die Augen bedeckt, immer so ein Fehler-Icon hatten. Daran konnte man das dann erkennen. Okay. Das ist Programmierkram, ist natürlich, entwickelt man, wie man will. Das heißt aber, du kannst, wenn du, sagen wir mal, relativ sicher cheaten möchtest, dir das Programm für einen Tagespreis oder Abo-Preis runterladen. Es läuft nebenbei, während du Tarkov startest. Und solange du nicht aktiv ganze Server auslöscht und hunderte Reports bekommst, sind die Anti-Cheat-Systeme bei Tarkov zum Beispiel und bei COD wird es ja ähnlich so sein, nicht sofort in der Lage, das zu erkennen, obwohl du vielleicht unfassbare Mengen an Items schnell findest mit hohem Wert oder so. Also es geht vor allem darauf, dass du unterm Radar fliegst. Ne? Wenn du jetzt so ein ESP hast und dann, oder, ach, was erzähl ich dir? Noch besser, die Standard-Skins oder beziehungsweise die Standard-Texturen, die in dem Spiel verankert sind, sprich für die jeweiligen Models und auch die Jacken und so weiter und so fort. Ja. Ab gewissen Level kannst du ja auch die Jacke wechseln und so weiter. Diese Texturen wurden so angepasst, dass sie durch die Wände sichtbar sind, also die Tarkov-Texturen an sich, die wurden aber auch mit dem gleichen Wert wieder verändert. Sprich, dass das System denkt, die Texturen sind alle die gleichen, aber genau im Gegenteil. Aber du kannst durch die Wand Items sehen, die am Ende der Karte sind, meinetwegen. Auch. Also es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Arten. Ne? Entweder willst du das Komplettprogramm mit Aimbot, Speedhack gibt es auch noch, alle Türen öffnen, dann diesen Rangefinder, was du gerade sagtest, von wegen, wie weit der Loot entfernt ist und so weiter und so fort. Du kannst genau einstellen, welchen Loot willst du haben. Ab Klasse 4, ab Klasse 5, welche Patronen suchst du? Der kann sogar in die einzelnen Schatullen auch reingucken, was du halt haben möchtest. Dann gibt es den anderen, der nur ASP hat, ein Wallhack ist da drin, ein Radar. Der sagt dir auch, wo die Items sind. Und das Dritte, was eigentlich auch am günstigsten damals gewesen sind, da hast du selber für $4 hacken können, der nur die Dateien in EFT umgeschrieben hat, dass du quasi ein Wallhack hast. Aber alles andere halt nicht. Sprich, Items und so weiter und so fort sind alles normal geblieben. Nur die Skins von den Leuten sind halt hellgrün aufleuchtend gewesen. Und wenn du sie sehen konntest, waren sie hellgrün. Und wenn du sie nicht gesehen hast, waren sie rosa. So, dass du automatisch weißt, ich sollte jetzt noch nicht auf den schießen, weil ich kann ihn offiziell noch gar nicht sehen. Korrekt. Und genau so ist es. Und dieser letzte Cheat, wo ich dir gerade gesagt hatte, wo die Leute grün und rosa sind, yeah. Wenn du nur den gehabt hattest, sprich, es wird auch natürlich darauf geachtet, wenn die Datei von EFT, also von Escape from Tarkov dann, die Kennziffer, weiß ich nicht, 5518 hat, wird die neue Datei, die quasi injected wird, dieselbe Kennzeichnung haben. Genau die gleiche Kennzeichnung haben und die genau die gleiche Bitgröße
Nur, dass die Farbe komplett verändert ist, dass du sie durch die Wände sehen kannst. Das Anti-Cheat, wie bei COD, liest ja die ganze Zeit im Prinzip die Applikation und guckt, ob eine Veränderung an dieser Applikation stattgefunden hat. Geht wahrscheinlich förmlich über die Randdaten, die es vom Game kennt, und sagt, diese Datei ist genau die Datei, die da sein soll, und guckt weiter. Obwohl es die veränderte ist von der Software her. Korrekt. So, und das hatte, ich glaube, dieser Hack, den ich damals dann, auch das war auch zum Schluss, wo ich den bekommen hatte, ich meine auch, dass der locker 6-7 Monate undetected war, ne? Weil BSG da nicht hintergekommen ist, woran es liegt, warum ist das so? Warum kann dieses Programm gewisse Daten ändern? Warum schließt es genau darauf an? Und es hat 6-7 Monate gedauert, bis die erst dahinter gekommen sind, dass sie den Hack halt quasi rausgeschmissen haben oder beziehungsweise im Anti-Cheat aufgenommen haben und dem gesagt haben, ey, ihr müsst da ein bisschen drauf aufpassen, das und das könnte nicht richtig sein und das und das. Ne? Also da haben die halt eine Stange Geld verdient mit. Wie viel hast du mit dem Vertrieb verdient? Ungefähr. Also in der ganzen Zeit, in den ganzen 6 Monaten? Mhm. 1.500 bis 2.000. So nebenbei noch. Und du als, ich sag mal, kleiner Fisch in diesem Becken. Als scheiß kleiner Fisch. Ich meine, ich habe Geld, ich habe Pfund gekriegt, ich habe Rubel bekommen. Von links nach rechts habe ich die Codes einfach alle weitergeschickt. Das sind 16, 20-stellige numerische Zahlen. Ich habe einfach nur noch Zahlen gesehen, ne? Und das so nebenher. Ich will nicht wissen, was er an sich verdient. Ich glaube, der macht locker, also wenn es noch so laufen sollte wie damals, 600 bis 700 pro Tag. Safe. Du hast gesagt, du bist ja so ein bisschen reingerutscht durch krank, zu Hause, frustriert. Kam halt vieles dazu, dass du dann vielleicht den einen oder anderen Kontakt, den man hat, dass du dann gesagt hast, ich scheiß drauf, ich nehme ein bisschen Kohle mit, ich sitze sowieso hier rum. Genau. Warum? Du cheatest jetzt nicht mehr. Nein, um Gottes Willen. Bin da raus. Warum bist du da raus, wenn es ein gutes Geschäft eigentlich ist? Also natürlich ist es ein gutes Geschäft, aber das Problem ist einfach nur, dass die Cheats werden unpredictable detected. Also du weißt nicht, wann sie sichtbar sind oder beziehungsweise wann sie aufgeflogen sind. Mhm. Dann musst du jedes Mal Geld in der Hand nehmen dafür. Welchen Spoofer musst du nebenbei noch haben. Ja. Gut, den habe ich dann am Ende irgendwann sogar meinen eigenen bekommen. Aber der kostet Geld. Das sind auch nur, weiß ich nicht, $1 pro Tag oder was es gewesen sind. Ich habe die dann weiterverkauft für $2. So, das ist 100% Gewinn. Einfach so. Oder auch Lifetime habe ich auch mal verkauft. Der hat dann 400 gekostet, aber das war ganz witzig. Aber der war auch ein bisschen dull in der Birne. Aber verstehst du das richtig? Dir ist das Ganze zu heiß geworden am Ende, weil du gemerkt hast, da gehen Summen umher und irgendwo gibt es immer einen Haken bei der Sache. Mir ist einfach das Geld zu schade gewesen, dass ich selber Geld dafür in der Hand nehmen muss, um die Leute, wenn ich jetzt bei dem arbeiten würde und der würde mir einen Account zur Verfügung stellen und würde sagen, hier, pass auf, du kriegst Account 1 und 2 und 3. Ja. Du musst aber so und so viele Runs machen und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann bei ihm angestellt war. Ich war auch schon teilweise beinahe Admin gewesen von der Seite, das war ganz geil, aber jetzt mal davon weg. Das Geld ist einfach das Problem. Ich musste mich zu sehr um vieles kümmern. Du musst, das ist ja halt ein Volltime-Job, ne? Wenn die Leute dich nachts um 3 Uhr anschreiben und sagen, ey, mein Hack funktioniert nicht, was ist da los? Dann musst du halt per Teamviewer oder musst du natürlich rein und den Leuten dann helfen. Klar, du bietest mehr oder weniger eine Dienstleistung an. Also man kann es ja verurteilen, wie man will, aber es ist eine Dienstleistung. Hundertprozentig. Aber du erscheinst mir jetzt ja wie ein normaler Mensch zu sein. So wie viele von den Leuten, die jetzt vielleicht dieses Video gucken oder sich auch ähnliche Fragen gestellt haben. Und ich habe ja in diesem Video, was ich veröffentlicht habe, habe ich ja ein bisschen darüber gesprochen und versucht zu verstehen, was die Hintergründe sind, auch von Leuten, die es nutzen und die es vertreiben. Auf der Seite von den Leuten, die es vertreiben, kann ich es mit dem Geld verstehen. Es lässt sich viel Geld damit machen. Die es nutzen, verabscheuen klingt sehr, sehr heftig, aber ich bin natürlich absolut genervt davon, dass in COD ist es relativ einfach. Wenn in COD jemand einen Aimbot hat, du hast den Killcam, du siehst es schnell, du gehst aus der Runde raus, gehst in die nächste. Du hast 60 Sekunden verloren. Es stört dich nicht so sehr. In Tarkov ist es aber so, du sagst es selbst, ein Raid kann 40 Minuten gehen, der kann intensiv sein, du kannst 80 Kilo Gepäck haben, 2 Ladies gefunden haben, Quest-Item und dann stirbst du nach 38 Minuten Fighten an Ching Wang Hung Chong Chong. Es sind übrigens gefühlt meistens Chinesen, die cheaten, wie es bisher aussieht.
und du verlierst alles. Ich kann den Frust von allen, die von solchen Leuten geholt werden, 100% verstehen. Eine Frage würde ich ganz gerne so ein bisschen zum, wir sind schon echt lang dabei und ich habe zumindest viel gelernt. Eine Frage hätte ich noch, da weißt du bestimmt Bescheid. Du kennst es ja bestimmt, dass immer wieder extrem guten Streamern immer vorgeworfen wird, sie cheaten. Ob das jetzt bei Tarkov ist, mit Willers oder Landmark oder in COD. Hast du Einblicke bekommen, ob eher bekannte Streamer, bitte keinen Namen nennen, Cheats benutzen? Weil es gibt ja diverse Cheats, die du im Stream gar nicht. Da gibt es dann so ein Overlay, es sieht aus, als wenn du normal Tarkov spielen würdest und ja, auf dem zweiten Monitor siehst du deine Cheats sozusagen. Ist das bei Streamern, die jetzt ein bisschen bekannter sind, wirklich so ein Problem oder ist es einfach nur, dass Leute frustriert sind und sagen, er cheatet bestimmt, weil er besser ist? Ich würde eher auf Zweiteres beziehen, ne? Dass die Leute dann eher sagen, frustriert sind und so weiter und so fort. Bei Landmark, da war es mal ganz lange ein Thema, auch bei uns in der Community, sag ich jetzt mal, dass angeblich Landmark bei jemandem gekauft haben soll, der nur Radar verkauft. Deswegen staut er jedes Mal oft auf seinen Zweitmonitor, der da sein soll. Aber wie gesagt, das ist nur Vermutung, ne? Ich möchte hier nichts aufstellen und so weiter und so fort. Es wurde nur genuschelt und getuschelt, dass Landmark angeblich mal ein Radar gekauft haben soll. Ja. Ich meine, es würde dann auch Sinn ergeben, wenn man sich das ein bisschen mehr einverleibt und so weiter und so fort. Und sollte man dann nicht denken, dass jemand, der, also Landmark ist ja wahrscheinlich der bekannteste Tarkov-Streamer der Welt. Top. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Klar, dass da dass sowas gesagt wird, ne? Wollte gerade sagen, weil es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich vor 10 Leuten streame, dann ist vielleicht einer, der das sagt, einer wird nicht gehört. Wenn ich vor 10.000 Leuten streame und nur jeder Zehnte, habe ich 1.000 Leute, die es behaupten. Richtig. Ist natürlich schwer. Also man kann es. Aber zum Abschluss, sagen wir mal, jemand wie Landmark cheatet wirklich. Bei der Größe, die er hat. Er ist ja auch mehr oder weniger ein Aushängeschild für das Game an sich. Werbung für das Game, für Battlestate Games, für den Entwickler. Wären die dann nicht sehr, sehr stark interessiert, dass das niemand rausfindet? Weil wie peinlich wäre es, wenn dein größter Streamer in deinem Game cheatet vor Zehntausenden von Leuten? Natürlich abartig, ne? Also wäre doch, also dann kann ich mir eher vorstellen, dass du so jemandem, Landmark ist jetzt ein Beispiel, ich glaube nicht, dass er cheatet, halte ich für ausgeschlossen, aber dass du dann als Entwickler alles daran setzt, dass der nicht gebannt wird, wenn du es erfährst, dass er cheatet? Ich würde schon sagen, ja, weil er ist ja natürlich auch ein Weiterbringer, ne? Ja. Also wenn du natürlich so ein großes Aushängeschild hast für deinen Verein oder beziehungsweise für dein Spiel, dann würde ich da schon für sorgen, dass dieser mein Spiel weiter promotet, ne? Du siehst ja auch maximal dumm als Entwickler aus, wenn du jemanden erlaubst zu cheaten in deinem Game vor 10.000 Leuten und monatelang nichts dagegen tust und sagst, oh, ist halt so. Ist so. Okay, spielst du noch Tarkov? Nein, gar nicht mehr. Ich habe die Lust dran verloren, einfach, weil ich die Zeit einfach nicht mehr habe. Und wenn ich Zeit dafür hätte, dann würde ich es investieren. Aber es ist so viel, was ich noch aufhören müsste, sage ich jetzt mal vom Wissen her. Yeah. Ich meine, ich habe noch meinen Account, der ist auch noch alles okay damit. Aber, wie viele Ledex sind da drauf? Nein, auf jeden Fall gar nicht. Wie gesagt, der ist schon urig, würde ich schon beinahe behaupten. Yeah. Ja, also von daher, wenn ich mal wieder Zeit habe und mal Lust, dass es mich wieder catcht, dann würde ich sagen, ich steige mit ein, aber mit dem Wissen, dass halt noch so viele Cheater unterwegs sind und so weiter und so fort. Was ich am meisten abfuckt bei dem Spiel ist einfach, dass du keine Killcam hast, dass du nicht genau sicher gehen kannst, okay, pass auf, der hat mich jetzt wirklich gefickt und gut auseinandergespielt oder gut ausgespielt und hat mich dann bekommen, sondern nein, der hat mich einfach across the map per Head-Eyes geholt oder hat schon hinter der vierten Ecke die ganze Zeit auf mich gezielt und nur gewartet. Genau. Ja. Ich meine, es ist doch nicht schwer, da eine Killcam reinzubauen und einfach zu sagen, pass auf, der cheatet und diese Datei wird einfach direkt aus dem Spiel, aus dem Server genommen und wird direkt zugesendet zu jemandem, der das Ganze einmal überfliegt. Also ich bin mir 100% sicher, dass es im Hintergrund von Tarkov eine Killcam gibt, denn wenn ich mir angucke, dass, also ich kriege so alle 2 Tage meine Reports bestätigt, wenn du sehr viel Zeit in Tarkov investierst, findest du relativ zügig raus, ob jemand gecheatet hat oder nicht. Natürlich, ein glücklicher Kopfschuss, den habe ich auch mit dabei. Das sieht dann jedes Mal aus, als wenn du cheaten würdest. Ist klar, ist ein Hardcore-Game. Aber die sich das angucken bei Battlestate Games, bei Battle.io im Nachgang,
die werden sich mit Sicherheit nicht nur auf Statistiken verlassen, sondern sich auch aktiv etwas angucken. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass so etwas wie eine Killcam auch für die verfügbar ist im Hintergrund. Bin ich 100% überzeugt von. Muss ja schon, meiner. Weil anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Nee, weil wenn ich jetzt nur mit Radar spiele, sag ich mal, und die Software an sich mit dem Radar nicht entdeckt wird und ich nicht Aimbot habe, wie willst du es rausfinden, ohne es zu sehen? Deswegen wurde uns damals immer gesagt, Leute, wenn ihr nach dem Wipe direkt anfangt zu spielen, seht zu, dass ihr nicht so schnell levelt und vor allen Dingen keine Quests großartig macht. Weil wenn du, überleg doch mal, wenn der Wipe gewesen ist und versuch mal Saliva zu finden. Scheiße. Ja, und es sieht komisch aus, wenn du nach 24 Stunden bei Level 61 bist, alle so Quests durch hast, alle Quest-Items gefunden hast, klar. Hundertprozentig. Deswegen ist in den ersten Wochen, ne, kannst du schon auf Level 40 sein, wo die anderen noch bei Level 20 hängen gefühlt. Ne? Das muss in der Relation stehen. Also du kannst natürlich extrem überstrapazieren und dann deine Stats bis oben hin voll knallen und sagen, du hast jetzt 100, eine KD von 120 oder sowas. Aber es wird dann halt auffällig. Hundertprozentig würde das auffällig. Auffälliger, als wenn du mit Radar spielst, dir immer schön pickst, was du haben möchtest und eine 3er-KD hast. Genau. Du machst halt quasi den Scav als PMC. Ja. Dass du halt weißt, wo du halt hin musst. Ne? Stimmt, du kannst in der Regel nichts verlieren. Wenn du was verlierst, tut es nicht weh, weil du kriegst es durch unlautere Mittel wieder zurück. Genau. Du kannst halt quasi nackt rein und dann als Ratte da durchlaufen und versuchen, jeden aus dem Weg zu gehen. Ne? Ja. Das ist es halt. Eine Abschlussfrage hätte ich. Also erstmal vielen Dank, dass du überhaupt so offen darüber sprichst. Gerne. Also, es ist ja nun mal nicht so, dass es so einen Pool von Leuten gibt, die davon Ahnung haben, die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, ich spreche darüber, klar, warum auch nicht? Es frustriert Leute, das verstehe ich. Ich verstehe auch die Leute, die zeitlich bedingt nicht in der Lage sind, gerade mit Leuten wie jetzt mir, die da extrem viel Zeit noch investieren oder größeren Streamern, Vollzeitgamern, da mitzuhalten. Glaubst du, dass dieses Phänomen in Games, Tarkov, Call of Duty, Valorant, noch schlimmer wird? Oder wird es da irgendwann einen Bruch geben? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also Tendenz dahin, dass natürlich der Reiz da ist, dass man geht alleine zusammen mit einem Squad rein und so und holt ein paar Sachen raus, ist halt geil, ne, dieses Erfolgserlebnis. Dann auf der anderen Seite wollen die Leute das Erfolgserlebnis auch haben, die aber nicht so gut sind in dem Spiel. Ne? Und dann wollen sie sich natürlich jemanden, wo sie vielleicht fragen können, ey, yo, könntest du mich da vielleicht unterstützen? Ich schieb dir auch ein bisschen Geld rüber, so dies und jenes, so weißt du. Yeah. Also ich würde sagen, dass der Trend aussieht, als ob es gleichbleibend ist. Yeah. Also das wird sich nicht verändern im Sinne von, es wird mehr, es wird aber auch nicht weniger, es wird so ein Mittelding bleiben. Und bleibt so ein Kampf zwischen Game-Developer, versucht dagegen vorzugehen mit begrenzten Mitteln, sag ich mal, und begrenztem Interesse. Und Anti-Cheat-Hersteller versucht dem Ganzen zu entkommen mit mehr Mitteln, weil das ist seine Haupteinnahmequelle. Es ist der dauerhafte Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Da kannst du schon beinahe so setzen, ne? Okay. Weil, warum ist es denn so verlockend zu hacken? Weil du halt viel mehr erreichen könntest, was du vielleicht persönlich selber nicht schaffst. Ja. Vielleicht hast du auch einfach die Zeit dafür nicht, dass du dann einfach sagst, ich setze mich jetzt hier wirklich hin und zocke Tag auf meine 6, 7, 8 Stunden am Wochenende durch, wo du dann vielleicht aber auch noch Freunde und Familie hast, wo du dann natürlich auch noch sein möchtest. Du möchtest dich nicht isolieren, also suchst du dir irgendeinen anderen Aspekt oder eine andere Möglichkeit, das voll auszuschöpfen, das Ganze. Ne? Ja. Dann rutschst du halt da rein. Du guckst bei Seiten, zum Beispiel wie bei Elite-PvPers. Ne? Da wird ja sowas oft angeboten. Ich möchte nicht sagen, dass man da öfter mal was findet, ne? Oder ich möchte auch keinen dazu verleiten, um Gottes Willen. Aber solche Seiten ermöglichen das Ganze halt einfach. Ne? Ja. Dass sie dann halt sagen, hier, pass auf, du möchtest vorankommen, ich hätte die Mittel dazu. Kostet dich aber nur etwas Geld. Ne? Etwas Geld im Gegensatz zu, wenn ich ausrechne, wie viele Stunden ich bräuchte, für viele mit Sicherheit ein gutes Geschäft, weil sie mehr Zeit haben, als Geld bereit sind zu investieren. Scheiße, wann hast du dein erstes Latex gefunden? Oh, Februar habe ich angefangen, bestimmt nach 8 Wochen oder so. Also da hast du auch explizit danach gesucht? Ich habe danach gesucht, war im 3-Mann-Team unterwegs und einer von den Jungs hat es gefunden und mir gegeben. Also vor allem das Ding ist ja auch, dass du die Schlüssel auch dafür brauchst, ne? Ja, du brauchst die Schlüssel, es gibt mehr Latex-Spawns wie früher, also du kannst auf Wurz ohne Schlüssel welche finden. Mhm. Aber ist natürlich, wenn du manche Quest-Items in Tarkov brauchst, um
in der Questreihenfolge weiterzukommen. Kann es auch frustrierend sein, wenn du aktiv danach suchst, weil du suchst in der Regel dort, wo andere auch danach suchen. Ist ja klar. Korrekt. Das heißt, also du hast PvP, verlierst den, gehst zurück in den Stash, 5 Minuten Wartezeit, bis die Runde beginnt, eine Stunde weg, nichts gefunden. Es frustriert. Das macht dieses Game für mich aber auch ein bisschen aus, um ehrlich zu sein. Natürlich. Ich sag mal so, das Game macht auch hundertprozentig Spaß. Bin ich auch voll bei dir. Nur die Leute sind halt einfach zu ungeduldig, ne? Ja. Zeit, Geld und Geld haben die meisten Leute so nebenher noch, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, ja, ich mache ein Ingame, ich hole mir irgendwelche Ingame-Packs oder sowas. Oder bei Call of Duty sind es irgendwelche Skins, die mir vielleicht einen Vorteil verschaffen, weil sie grün gestreift sind und im Gras nicht so gesehen werden. Ja. Yeah. Oder ich hole mir irgendwelche Power-Ups oder sowas. Wie gesagt, es ist einfach nur, ich hole mir von Drittanbietern sozusagen quasi ein Power-Up und versuche das meiste daraus zu schaffen, ne? Um yeah. in meinem Spiel weiterzukommen. Und bei Tarkov hast du halt nichts, um weiterzukommen. Außer halt dein Können und dass du halt in diese Raids reingehen kannst und was rausholst. Verstehe. Das ist halt einfach nur Skill, was du brauchst dafür. Und natürlich Schlüssel, die du dann auf dem Flea-Market für scheiß viel Geld dann findest, kaufen könntest. Also ich weiß nicht, ob ich das so zum Abschluss sagen darf, aber ich kann die Position der Vertreiber von Aimbots, Wallhacks, es gibt ja wirklich alle Arten von Cheats, die kann ich nach den letzten 40 Minuten mehr verstehen als vorher. Es war mir vorher klar, dass es ein gutes Geschäft sein muss. Ansonsten gehst du das Risiko nicht ein. Bitte. Aber ich verstehe deine Argumentation, warum Spieler diesen Service, diese Funktion nutzen. Ich verstehe es. Aber du kannst es nicht gutheißen. Ich kann es einfach nicht, weil ich denke immer dran, wie viel Zeit ich investiere, wie viel Zeit andere Leute mit halt fairen Mitteln investieren. Und vieles davon wird eben zunichte gemacht, dadurch, dass andere Leute für ein Bruchteil der Zeit und Geld sich eben unlauteren Mitteln beifügen. Auf der anderen Seite, und das ist mir ein bisschen klar geworden heute, natürlich sind die, die diese Cheats kaufen und vertreiben, die Hauptschuldigen. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Dass Entwickler es denen aber auch dermaßen einfach machen, und das ist immer auf der Welt, wenn ich eine Bank habe und Tag und Nacht die Tür auflasse und nachts keine Security habe, dann bin ich trotzdem der Räuber, wenn ich da reingehe und das Geld mitnehme. Aber es wird dir ja auch unfassbar einfach gemacht. Natürlich.